Ich spreche über Katharina von Bora. In vielen evangelischen Kirchen hängt Martin Luther allein. Das bekümmert mich immer etwas, denn hier ist, wie bei vielen anderen deutschen Professoren deutlich, man kriegt ein ganz einseitiges Bild, wenn man nur den Mann allein sieht. Es gehört die Frau dazu. Martin Luther liebte es, Studenten nach Hause zum Mittagessen einzuladen. Das wäre eine desaströse Einladung gewesen, wenn nicht zu Hause jemand gewesen wäre, der den Haushalt geschmissen hätte, wenn nicht jemand da gewesen wäre, der für Essen gesorgt hätte, wenn nicht jemand da gewesen wäre, der Bier gebraut hätte und dafür gesorgt hätte, dass im Hause etwas Wohlstand vorhanden gewesen wäre. Martin Luther beschreibt einmal ganz wunderbar, dass es für einen vorher unverheirateten katholischen Priester ungewöhnlich ist, dass er eines Morgens aufwacht und Zöpfe neben sich findet. Die beiden mussten sich aneinander gewöhnen. Die beiden waren sicher keine stürmische Liebesheirat, aber sie haben sich aufeinander verlassen können, sie haben einander gestützt, sie haben eine nach heutigen Maßstäben überraschend gleichberechtigte Partnerschaft geführt, weil Katharina von Bora eine starke, vielleicht kann man sogar mit heutigen Begriffen sagen, taffe Frau gewesen ist, die die Sache ihres Mannes sich zu eigen gemacht hat und unterstützt hat.